Hallo, mein Name ist Tobias Knecht und ich unterrichte hier an der Musikschule E-Gitarre und akustische Gitarre. Mir geht es in meinem Unterricht hauptsächlich darum, meinen Schülern Freude an der Musik zu vermitteln und Freude an dem tollen Instrument der Gitarre. Das war jetzt ein klassisches E-Gitarrenriff mit Distortion-Sound, also verzerrtem Sound. Ich kann aber genauso gut einen Clean-Sound spielen, also das wäre dann praktisch so ein anderer Effekt der E-Gitarre und der hört sich so an. Ein wichtiger Punkt im Gitarrenunterricht ist natürlich auch das Solospiel und die Improvisation. Im Rock- und Popbereich ist die akustische Gitarre auch sehr präsent. Bei der akustischen Gitarre habe ich auch ganz viele Möglichkeiten. Eher weniger mit dem Sound, aber ich kann zum Beispiel tolle Percussions mit der Gitarre machen oder so Klick-Effekte, wie man es gerade schon gehört hat. Also indem ich mit meinen Fingern auf der Gitarre klick. Oder ich kann auch ganze Beats, ganze Schlagzeug-Grooves auf die akustische Gitarre übertragen, weil sie halt einen hohlen Körper hat. Zum Beispiel